Wenn ich Brawl Stars erfunden hätte, gäbe es den neuen Der Nita-Hintergrund in Brawl Stars. Der Nita wäre ein legendärer Brawler und wir hätten den komplett neuen Brawler mit der neuen Seltenheit. Im April verlose ich jeden Tag 25 Euro iTunes oder Google Play. Trag dafür einfach Creator-Code Lukas ein, kauft euch etwas mit Juwelen im Shop und filmt das Ganze und packt es eben auf Instagram in die Story und markiert mich, um teilzunehmen. Jeden Abend wird eben ein neuer Gewinner bekannt gegeben auf Instagram. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es mal wieder ein richtig, richtig krasses Video. Nämlich zeige ich euch heute, was wäre, wenn ich Brawl Stars erfunden hätte. Leute, es sind so krasse Sachen mit dabei. Ich habe mir richtig, richtig viel Mühe gegeben und würde mich deshalb auf diesem Video über 10.000 Likes mega, mega freuen, Leute. Das heißt, haut jetzt mal den Like-Button und ich würde sagen, wir kommen zu der allerersten Sache, die natürlich ganz, ganz wichtig ist, Leute. Nämlich, ja, zum allgemeinen Homescreen, Hintergrundmusik und so weiter. Ich zeige euch jetzt mal, was die Hintergrundmusik in Brawl Stars ist. Genau, jetzt solltet ihr sie auf jeden Fall hören, Freunde. Ja, wir lauschen nochmal hin. Genau, Freunde, das ist die normale Hintergrundmusik und der Hintergrund, das würde ich schon mal als erstes ändern. Und zwar würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Let's go. So, Freunde, hier wäre auf jeden Fall mein Homescreen. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Übrigens wurde dieser Hintergrund von Clash Games gemacht. Credits gehen raus, Kevin, du weißt Bescheid. Und ja, Leute, natürlich auch mit meinem Intro-Lied hier als Hintergrundmusik. Muss natürlich angepasst sein, Freunde. Ja, das muss man wirklich hier sagen. Das ist jetzt natürlich nicht ultra professionell gemacht. Ne? Also, vielleicht kann man sich denken, wie ich das gemacht habe hier. Mit dem bewegten Hintergrund und den Brawl Stars darüber. Ist natürlich alles mit so Programm gemacht. Also ist jetzt kein verändertes Brawl Stars. Ne? Nochmal wichtig an der Stelle. Und ja, Freunde, ich würde sagen, so könnte ich mich wirklich dran gewöhnen. Wir müssten aber trotzdem natürlich zum normalen Brawl Stars wieder rüber jumpen. Let's go. Genau, Freunde. Sind wir auf jeden Fall wieder angekommen hier bei dem normalen Brawl Stars. Und ja, Freunde, es gibt doch einige ganz, ganz wichtige Sachen, die wir in diesem Video durchgehen werden. Nämlich, ist der Nita natürlich ein wichtiger Part davon, Leute. Aktuell, wenn wir in Brawl Stars gehen, ist der Nita ja ein Meilenstein-Brawler. Ich finde es auch echt cool, dass jeder der Nita spielen kann. Denn er ist ja schon ab 10 Pokalen bei Meilenstein erhältlich, Leute. Aber trotzdem, der Nita ist mein Lieblingsbrawler. Jeder von euch weiß das. Hashtag der Nita. Schreibt alle mal in die Kommentare. Und deswegen, Leute, habe ich mir gedacht, der Nita muss auf jeden Fall mal verändert werden. Und zwar würde ich sagen, zeigen wir es euch einfach mal in 3, 2, 1, go. Und da seht ihr schon, dass der Nita natürlich jetzt legendär wird, Freunde. Das ist einfach eine Sache, die ich mir ultra wünschen würde. Der Nita hat es verdient, Leute. Er hat den Bären. Er ist ein sehr komplexer Brawler, Leute. Und deswegen würde er auch sehr gut zu den anderen Legendären passen. Auch von der Größe her. Alle Legendären sind etwas kleiner. Crow, Spike, Leon und Shin sind beide, also sind alle vier eher kleiner. Der Nita ja auch. Und sie haben alle sehr, sehr spezielle Fähigkeiten. Auch der Nita hat mit dem Bär sehr, sehr spezielle Fähigkeiten. Ganz, ganz wichtig auch zu erwähnen, dass alle Legendären bis auf Shindy, glaube ich, etwas mit Tieren in der Art zu tun haben. Ne? Leon, Chameleon, dann eben Crow und Rabe oder mehr oder weniger. Spike, okay, ist ein Kaktus, aber trotzdem, sag ich mal so, stellt es was Eindeutiges dar. Und auch der Nita stellt ja diesen Bären dar, Leute. Also ganz ehrlich, der würde einfach super gut passen und ist natürlich auch ein OP-Brawler. Deswegen sowieso, Freunde. Und ja, wir bleiben auch bei den Brawlern, denn hier würde ich nämlich auch einige Namen ändern, Freunde, von den jeweiligen Brawlern. Da würdet ihr mir bestimmt eben auch zustimmen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal dazu. So, Freunde, hier sehen wir eben die normalen Brawler. Aber ihr wisst, einige Namen würde ich eben umändern. Und zwar 3, 2, 1, boom. Und zwar hätten wir eben Kevin bei Poco stehen. Leute, ihr wisst alle, dass Poco neuerdings bekannt ist als Kevin, ne? Einfach, guter Clash Games in Person ist einfach Kevin. Ich meine, Poco ist Kevin. Keine Ahnung, Freunde, was ich hier gerade wieder labere, aber ihr wisst es alle. Dann seht ihr auch schon hier eine Veränderung. Nämlich Karl die Kloschüssel. Auch da würde eben einfach normal Kloschüssel stehen. Wichtig. Und beim legendären Brawler Shindy, also Sandy würde natürlich Shindy stehen, Leute. Das ist ja auch sein richtiger Name. Und der Nita natürlich bei Nita, ne? Und natürlich die legendäre Stufe, die dann eben eingefügt wird. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal weiter. Wir haben noch ein paar Brawler am Start. So, Freunde, hier haben wir wieder den normalen Brawler. Ja, Rico, Tara, Shelly und so weiter. Dödermai, genau. Aber wie würde es in der neuen Version aussehen? So, nämlich erster Brawler natürlich bei Rico, Leute, ihr wisst. Und der erste Brawler ist einfach mal Rico. Ne, wichtig. Dann haben wir bei Tara und Shelly ganz normal da stehen. Aber hier Döner Mike, Freunde, ne? Alba Mike auch theoretisch möglich. Aber ich würde sagen, Döner Mike wäre dann die offizielle Variante. Und ja, Leute, wir sind mal nett zu den Boxern, zu Cookie und Marvin. Wir haben auch die Boxerin hier am Start.
Sehr, sehr nice, Leute. Müsste ich auf jeden Fall in meiner Version von Boards das alles mal umändern. Aber das war's noch nicht. Und zwar haben wir hier die nächsten 6 Brawler. Und auch hier müsste ein bisschen was verändert werden. Nämlich folgendes, Leute. Wir haben hier die Kneipenschlägerin natürlich schon mal als erstes. Ganz klare Sache. Jeder kennt sie. Und aber auch nochmal hier natürlich den guten alten Boxer, Leute. Ihr seht es natürlich nochmal. Der Boxer wird natürlich auch umbenannt. Wir wollen ja mal nett sein, wie gesagt. Und wir kommen mal zu den nächsten Brawlern, Leute. Da finden wir nämlich auch nochmal einige. Genau, ihr fragt euch jetzt sicherlich, welche Namen wurden hier verändert. Und ja, ihr seht es noch nicht. Ah, jetzt seht ihr es vielleicht. Nämlich genau die Supercell-ID, Freunde. Die wird jetzt natürlich auch umbenannt. Leute, Barley ist einfach nur noch ein Supercell-ID-Brawler. Ganz ehrlich, jeder hat ihn, wenn er seinen Account mit der Supercell-ID verbindet. Deswegen auf jeden Fall hier dieser Name. Und wir kommen nochmal zu den letzten Brawlern. Hier würde ich auf jeden Fall auch nochmal Pam zur Moody umbenennen. Und natürlich Piper zu O-Pieper. Das ist natürlich auch wichtig. Ah, Mr. Peter hätte man natürlich auch machen können, Freunde. Aber ich würde sagen, das sind so die aller wichtigsten, Freunde. Wir blenden jetzt mal wieder das Ganze aus. Leider haben wir ja noch die alten Namen am Start, ne? Ihr wisst es, Freunde. Schreibt mal, ob ihr noch weitere Brawler umbenennen würdet. Zum Beispiel Bee zur Biene könnte man noch machen. Spike zum Kaktus. Keine Ahnung. Schreibt auf jeden Fall eure Vorschläge. Und Leute, ja, das Ganze war es natürlich noch nicht. Neue Skins haben wir auch nochmal am Start. Für Danita natürlich, Leute. Bevor wir zum neuen Brawler kommen. Da seid ihr bestimmt auch schon gespannt drauf. Erstmal haben wir einen mega coolen Brawler für Danita. Und zwar hier den, ich nenne ihn jetzt einfach mal Krokodil-Dita. Auf jeden Fall seht ihr hier ein ultra krasses Design nochmal am Start, Leute. Der gefällt mir extrem gut, dieser Skin. Ja, Danita mit diesem grünen Kapuze, mit diesen Zacken auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall auch leicht verändert aus in dieser grünen Farbe. Und der Bär als Alligator, ultra krass, Leute. Wirklich mega, mega cool. Können natürlich auch so eine Art Dinosaurier darstellen. Aber Leute, ich muss wirklich sagen, dieser Skin gefällt mir unglaublich gut. Soll unbedingt in Brawl Stars kommen. In meinem Brawl Stars wäre er drin, denn Danita bekommt dort viel mehr Skins. Und ja, wir haben noch einen für Danita, Freunde. Reicht nämlich noch nicht. Ich hätte auch noch mal gerne diesen Skin. Und zwar einfach mal Space Explorer Nita. Ultra nice, Leute. Einfach der Bär von Danita als Alien, Leute, mit dieser Antenne oben drauf. Ultra nice. Danita sieht hier sehr geheimnisvoll aus mit einer Maske, beziehungsweise ja, mit diesem Astronautenartigen. Finde ich sehr cool. Da könnte man natürlich auch so ein Astronauten-Ding machen mit so einem Glasfenster vorne. Das fände ich eigentlich auch nice. Aber der Bär gefällt mir hier einfach richtig gut, Leute. Dieser Alien-Bär. Mega, mega cool, Leute. Der muss auf jeden Fall auch unbedingt in Brawl Stars kommen. Und ich würde sagen, Freunde, wir kommen jetzt mal zu der ganz, ganz wichtigen Sache. Wir haben nämlich nicht nur jetzt einen neuen Brawler, sondern auch noch eine neue Seltenheit. Und was hat es eben damit auf sich, Leute? Dafür scrollen wir mal ganz, ganz nach unten und blenden das Ganze ein in 3, 2, 1, go. Und zwar sehen wir hier eben Lukas, Leute. Also mich selbst. Ich habe jetzt hier den Namen noch nicht hingeschrieben, aber das könnten wir dann noch easy machen. Und zwar, ja, ich selbst bin in meinem eigenen Brawl Stars natürlich auch als Brawler vertreten, Leute. Ich habe schon mal das Konzept vorgestellt. Vielleicht kennst du eine oder andere. Habe es aber nochmal jetzt abgewandelt, ne? Und zwar würde ich eine eigene Seltenheit bekommen. Und ja, damit ihr eben wisst, ja, wie dieser Brawler am Start wäre, müsste ich erstmal so sortieren. Nämlich wäre, ich hätte eine eigene Seltenheit für mich selbst, weil ich meine, es ist ja mein eigenes Game, ja? Und natürlich ist das ein sehr besonderer Brawler. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so, okay, wie besonders ist dieser Brawler drin, dann sehen wir das Ganze jetzt. Let's go. Und zwar, Freunde, oh mein Gott, hier seht ihr nochmal mich in voller Pracht als Brawler mit dem Delita-T-Shirt und der Alba-Flasche. Und zwar Lukas, 1 von 1 Brawlern Lukas, ja, Seltenheitsstufe Lukas natürlich, Freunde, mit seiner unglaublichen Alba-Flasche schießt Lukas alle Gegner durch Wände hindurch ab. Sein Superskill ist die XXL-Flasche, die alles überrollt. Ja, Freunde, und zwar, ich hätte eine eigene Seltenheit. Diese Seltenheit wäre genauso selten wie legendär, wäre allerdings nicht im Shop erwerblich. Das heißt, man muss nur durch Ziehen diesen Brawler bekommen. Und das ist natürlich unglaublich schwer. Und aber dafür bin ich auch einer der stärksten Brawler mit der Nita zusammen. Und ja, Leute, ihr seht quasi, diese Alba-Flasche zerstört einfach alle Wände. Und man kann so easy die ganze Map damit öffnen. Und diese XXL-Alba-Flasche überrollt dann komplett die Gegner. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig crazy, Leute. Dieser Brawler wäre natürlich auch sehr stark. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Ja, das wäre ein sehr cooler Brawler. Ich finde, er muss ins Spiel kommen. Den habe ich aus dem Kalender-Design, den es mal zum Merch dazu gab übrigens, und ein bisschen abgewandelt. Habe ihm noch die Alba-Flasche gegeben und das Delita-T-Shirt. Fände ich auf jeden Fall mega, mega cool, wenn er kommen könnte. Und auch mit diesem weißen Hintergrund fände ich das sehr krass. Würde sich einfach so ein bisschen abheben von den anderen Hintergründen, Leute. Und ja, wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ja, natürlich habe ich leider nicht Brawl Stars erfunden. Wenn ihr aber wollt, dass ich das ganze Video auch mal mache,
mit den anderen YouTubern, ne? Vielleicht wollt ihr das ja. Zum Beispiel könnte ich machen, wenn Clash Games oder wenn Cookie Brawl Stars erfunden hätte, vielleicht könnten wir das auch sogar zusammen machen mit den jeweiligen YouTubern. Das wäre eigentlich auch sehr, sehr nice, Leute. Dann lasst unbedingt nochmal ein Like auf diesem Video da und schreibt jetzt mal in die Kommentare, was wäre, wenn ihr Brawl Stars erfunden hättet, Leute? Welche Dinge würdet ihr eben in Brawl Stars reinpacken? Genau, hättet ihr eben auch einen eigenen Brawler oder würdet ihr auch Seltenheitsstufen verändern von jetzigen Brawlern? Welche Skins würdet ihr euch wünschen, Leute? Natürlich, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich hätte noch viele, viele weitere Wünsche, was Spielmodi angeht und so weiter. Aber das waren so die wichtigsten und die Hauptpunkte, sage ich mal. Auch am Trophäensystem würde ich ehrlich gesagt einige Dinge noch ändern. Das ist auf jeden Fall klar. Aber ich würde sagen, Leute, das soll es dann heute mit dem Video gewesen sein. Lasst nochmal ein Like da und wir sehen uns damit. Ciao. Ciao.